Ich habe gerade mal nachgesehen. Ich habe jetzt insgesamt 38 Minuten in diesem Tempel verbracht. Also meine üblichen 40 Minuten kommen wieder zusammen. Jetzt nur noch den Boss besiegen. Oh. Keine gefährliche Musik, also gefährlicher als bisher. Die Tür ist nicht mal zu. Ich kann hier... Nee, ich kann hier nicht raus. Ich kann hier nicht raus. Aber die Tür zeigt den Hauptraum, oder? Die Blume des Hauptraumes, glaube ich. Wir gucken mal, was uns hier erwartet. Oh, oh. Die Musik hat sich verändert. Trommel, Lommel, Lommel, Lommel. Trommelwirbel. Willenloser Dschungelkrieger Odolva. Sehr beeindruckende Persönlichkeit. Mal gucken, was da Taya zu sagt. Kommst du ihm zu nahe, wirst du es bitter bereuen. Dann bleibe ich mal ein bisschen weiter weg. Ah, er ist blitzschnell wie der Wind. Oder wie der Blitz. Ja, ich glaube, ich kann ihm doch ein bisschen zu nahe kommen. Ich muss nur daran glauben, dass mir nichts passiert. Er ist so blitzschnell in Zeitlupe. Ah, man sieht seinen Schatten kaum. Einfach nur gegenhalten. Oh, wenn er mich gar nicht treffen will, dann ist er am gefährlichsten. Da, seht ihr? Dann ist er echt am gefährlichsten. Ah, ich muss ihn einfach mal wieder erwischen. Mal ein bisschen den Schild auch einsetzen. So, wenn er so rumtänzelt, ist er geliefert. Mr. Möchtegern Medizinmann. Hilfe. Seinen Schild möchte ich haben. Der sieht cool aus. Das Schwert ist jetzt auch nicht von der Schnelltern. Aber das wäre mir vielleicht ein bisschen zu schwer. Ey, ich habe den Schild vor mir gehalten. Vor mich. Ja, halt den. Hey. Hey, ich habe ihn doch getroffen. Unfair. Sprich Deutsch. Versteh dich nicht. Aber wahrscheinlich soll ich das auch gar nicht. Das sollen nur diese Viecher hier. Ah. Was dreht denn der jetzt am Rad? Ah, noch mehr. Kannst du es mal alleine ausfechten und nicht nur Unterstützung holen? Du Schisser. Hallo. Zeig mal, dass du selber was drauf hast. Motten, Käfer. Wenn das jetzt unsere Bombenkäfer aus zwei Prinzess wären, das wäre jetzt heftig. Das ist eine üble Idee. Ich glaube, ich hoffe mal, das hört keiner von den Entwicklern. Hat er jetzt mal bald genug? Ich habe bald keine Herzen mehr. Ah! Diese üble Kreisattacke, die man kaum abwehren kann. Aber ich habe sie überlebt. Der zieht jetzt nicht so viel ab. Aber ich habe auch nicht so viel Herzen. Komm, einfach angreifen. Wirbelattacke, nimm sie doch einfach in die Hand und setze sie ein. Hat der blaue Ohrringe oder was ist das? Er haut einfach ab. Was soll ich eigentlich mit dieser Dekonuste? Also mit dieser Dekoblume in der Mitte. Irgendwann muss er doch mal aufgeben. Ah, dafür ist die Dekoblume, glaube ich. Boah, gut, dass ich rausgeschmissen wurde. Denn ich wollte raus, aber jetzt ist er drin, oder? Nein, ist er nicht. Wie er mich wegtreten wollte. Der ist fast so schlimm wie der Endboss vom ganzen Spiel. Hat da so gewisse Ähnlichkeiten. Aber mit seinen roten Augen konnte er mir jetzt nichts anhaben. Und stirbt auf dem Bauch mit einem Bauchplatscher. Da seht ihr es, Bauchplatscher sind lebensgefährlich. Da kann der Bauch aufplatzen und Vorsicht, sage ich ja nur. Aber was soll ich mit den ganzen Bomben da am Rand? Ich habe doch selber welche. Ich habe den Schwein gesetzt. Mein Schwert hat ganz und gar ausgereicht. Du hast deinen Herzcontainer erhalten. Deine Energieleiste erhöht sich um ein Herz. Außerdem wird deine gesamte Energie wiederhergestellt. Recht herzlichen Dank. Und da ist sein Vermächtnis. Odolvas Vermächtnis ist auf dich übergegangen. Er hat mich mal übergangen. Der reine Geist, in den diese Maske im Körper Odolvas gefangen hielt, ist nun wieder frei. Dir gebührt der Dank für seine Rettung. Und hätte ich die ganzen Feen nicht befreit und würde mir jetzt nicht meine Belohnung abholen, würde mir das gar nichts bringen. Jedenfalls nicht viel, denn irgendwie bin ich jetzt dadurch nicht stärker geworden. Ich habe einen Herzcontainer bekommen, ja. Den Bogen habe ich bekommen, aber durch ihn selbst jetzt eher weniger. Okay.
beeindruckende Musik. Ich würde die Hasenohren abnehmen bei so einem heiligen Ort. Und den Schlips rausholen. Link mit Schlips, das wär's doch. Oder mit Fliege, wie Donald. Was ist das? Ein Wasserfall aus Tränen. Oder aus Feen. Boah. Seltsames Wesen. Mit einer Riesennase. Und sehr langen Beinen. Sagt irgendwas. Oder singt irgendwas. Warte, hör doch. Er scheint etwas zu sagen. Kann es sein, dass er uns durch sein Weinen so etwas für eine Melodie lehren möchte? Darauf wäre ich jetzt nie gekommen. Steh dich einfach herum. Schnapp dir dein Instrument. Jetzt hört er auf, plötzlich. Ob das wohl das Lied ist? Wie sie mittanzt. Ist das ihre Stimme? Glaube nicht. Rechts, unten, unten, rechts, oben! Du hast den Gesang des Himmels gespielt. Sehr zum Träumen. Sehr anmutig. Gefällt mir. Vor allem auch die Kulisse. Das passt alles einfach hervorragend zusammen. Du hast den Gesang des Himmels erlernt. Das hat nicht Taya gesagt, hoffe ich mal. Jetzt hat er einen Stimmbruch oder ist heiser geworden. Oder hat irgendwelche seltsamen Gelüste gerade. Auf Schokolade. Ich will Schokolade. Hab keine dabei, sorry. Ruf uns. Das hat er gesagt. Navi hat es, Herr Taya hat es ja gesagt. Meinetwegen. Kommen wir jetzt hoffentlich in diesen einen Raum, der noch fehlt. Im Tempel. Es gab ja einen, der mir noch gefehlt hat. Ah, schön, wie man sieht, wie man alles befreit hat. Dann hat es ja doch gelohnt, den Gegner abzuschlachten. Aha, neuer Weg. Das ist aber eher ein Ausgang als ein Eingang. Genau hier nämlich. Jetzt gucke ich erstmal auf die Karte. Was sind das für Blumen im Hintergrund gerade gewesen? Die sehen ganz seltsam aus. Mit Zunge raus. Die Sophia, von denen Thiel gesprochen hat. Denkst du, er meinte den Geist, der in dieser Maske gefangen war? Oh, hey, du hast dich gar nicht so mal so dumm angestellt. Hast du das schon mal gemacht? Mhm. Grübel die Dübel. Kannst du mal hier bleiben? Lass jetzt nur nicht nach. Mach so weiter und rette die anderen drei. Hey! Und nochmal nachdenken. Diese Blumen im Hintergrund verwirren mich. Was ich getan habe, ich meine, entfernt und so. Ich entschuldige mich. Entschuldigung. Eine große Geste einer kleinen Fee. So, ich habe mich entschuldigt. Jetzt will ich keine Vorwürfe hören, verstanden? Wahrscheinlich hat er die ganze Zeit gesagt, hey, du hast mein Pferd kaputt gemacht, was willst du eigentlich bei mir? Das kann ich mir gut vorstellen bei Link. Wir haben der Prinzessin geholfen, so wie es der Affe wollte. Und das nächste Ziel sind die Berge, lass uns gehen, damit das Hauchkind nicht noch mehr Schaden anrichten kann. Mhm. Aber da ist noch etwas. Ich will auf die Karte gucken. Und wir haben es fast 5 Uhr. Wenn ich schnell genug bin, kann ich vielleicht noch beim König das Bild machen. Ich befürchte aber, das reicht nicht ganz. Ja, was wollte ich machen? Ich wollte auf die Karte gucken. Jawohl, ich bin hier. Ein Glück. Wie viele Räume gab es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eigentlich ein relativ kleiner Tempel. Hat auch nicht so lange gedauert. Hm? Ah, da war ja was mit der Prinzessin, ne? Voll vergessen, die war ja voll unbestickt. Mit ihrer Flöte im Gesicht. Wer bist du? Sam?
Er freut dich kennenzulernen. Ich bin die dicke Prinzessin. Kann es sein, dass du auf Geheiß des Affen gekommen bist? Ich höre immer auf Affen. Aha, dachtest du doch. Weißt du, du riechst ein wenig nach Affe. Also hat es der Affe geschafft, heil zurückzukommen. Sehr gut. Ich finde es schön, wie Link dann ab und zu mal winkt oder nickt. Das haben sie schön eingeführt. Ich habe schon befürchtet, mein Vater würde den Affen beschuldigen, mich entführt zu haben. Ich dachte sogar, er würde so weit gehen, den armen Affen zu bestrafen. Ihr kennt ihren Vater. sag nicht. Bist du sicher? Link hat gesprochen, aber man hat sich sehen können und nicht hören können. Mein Vater hat es wirklich getan, schon wieder so eine seiner Freunde. Entscheidungen. Ah! Ich hab da vergessen zu kehren, da ist Schmutz, so ein Mist. Gut, ich hab keine Zeit zu verlieren. Rasch, Sam, du hast etwas. Hast du etwas, worin du mich in den Palast tragen kannst? Ich kann nicht einfach hinkicken, wie wär's denn damit? Und da unter meine verschwitzte Achsel nehmen, hä? Nee. Ich würde sagen, ich muss die Fee freilassen. Mehr als eine Flasche kann man zu diesem Zeitpunkt auch gar nicht haben. Aber diese eine muss man halt haben. Die bekommt man ja auch im Verlauf der Story. Zwangsweise von der Hexe. Zugesteckt. Die Deko-Prinzessin hat in der Flasche Platz genommen. Zwar ist es ein wenig eng, aber wenn du dich beeilst, wird es nicht so unbequem. Drücke C, um sie wieder freizulassen. Da muss man auch erstmal drauf kommen, so eine Königin in eine Flasche zu stecken. Die Königin aus der Flasche. Mit der Erbse. XSM! Wir dürfen Zeit verlieren. Rush, bring mich zum Palast. Gut. Werden wir gleich erledigen. Aber darf nicht vergessen. Soll ich am besten warp ich mich einfach hin. Ich glaube, das ist der schnellste Weg. Ich weiß es zwar nicht genau, aber wir machen das jetzt so. Nicht vergessen sowas. Das ist nicht gut. Und Dämmerwald. Das war das Richtige doch. Der Mond, wie er guckt, ganz böse, direkt auf mich zu. Ich habe Angst. Da fühlt man sich auch immer beobachtet von so einem Mond. So, wo ging es denn jetzt lang? Ich glaube, ich muss erstmal mich wieder hier. Aber man hört seine Musik, alles ist wunderbar, fröhlich. Die Truhe ist wieder mal. Ach so, wie komme ich da jetzt hin? Ja doch, richtig. Das habe ich durchaus von hier aus machen müssen. Und dann weiter. Hier fehlt mir noch die Karte. Ich muss noch zu Tingle, genau, bevor ich das Geld hier verschleudere und auf die Bank bringe. Dann gibt es nämlich Minuszinsen und dann ist man ganz bald der Bank was schuldig. Kann ich nicht eigentlich normal hin? So, zeigt mir eure Macht. Ah, dieser Schrei. Hallo. Tolle Stiefel hast du da. Oh, starker junger Freund, ich bin die große Federkraft. Hab Dank für deine wertvolle Hilfe. Als Dank lehre ich dir diese neue Schwerttechnik. Eine sehr beeindruckende Fähigkeit. Nicht wirklich. Die habe ich ja eigentlich schon. Jetzt ist halt nur die Wirbelattacke ein bisschen wirkungsvoller. Das war in Ocarina of Time aber genauso. Da gab es auch extra eine Fee auf dem Todesberg für diese Wirbelattacke. Ah, ich kann es nicht mehr halten. Du hast die Wirbelattacke erlernt. Drück und halte B, um deine Waffe mit Magie aufzuladen. Lässt du B los, entfesselt deine Klinge einen mystischen Wirbel. Um die Attacke noch schneller auszuführen, bewege den Stick einmal im Kreis und drücke B. Besuche mich wieder, wenn die Strapazenreise schwer auf deinen Schultern lassen. Glaube, das werde ich nicht tun. Er hat ihr nicht zugewinkt, normalerweise winkt er doch gerne mal. Ich glaube erst, wenn man die mindestens zweimal getroffen hat. Und jetzt zeigen wir das mal. Ja, jetzt wird es halt beige, sonst habe ich es nur bis zum Blauen geschafft. Bisschen größer geworden, bisschen mehr Magie da weggegangen, aber wirklich
super toll ist das jetzt nicht zwingend. Und raus geht das Herzteil, habe ich schon, ne? Da will ich doch schwer hoffen. Ich weiß gar nicht, wo ich hingehe. Hätte ich mich irgendwie warten können? Das. Nee, nicht wirklich. Die Truhe ist zu. Das Herzteil habe ich aber schon, oder? Müsst ihr mir mal sagen, sonst muss ich nachgucken, das will ich nicht. Da geht's aber noch hin. Das ist, glaube ich, aber nur auch eine Rubin-Truhe. 20 müssten das sein. Oh, schon ziemlich spät. Hoffentlich reicht es noch für das Foto. Ich befürchte aber, das ging nur bis 12 Uhr des ersten Tages. Die Musik ist schon aus. Ah, jetzt wird es halt echt ein bisschen eilig. Und das Video wird auch ein bisschen länger als die letzten. Aber da will ich jetzt kein neues Video für anfangen. So, da sind sogar die Dinge. Ja, komm. Einfach runterspringen. Ah! Wenn ich auf dem Blatt gelandet wäre, wäre echt ein paar Beine gebrochen wahrscheinlich. War das hier richtig? Ja. Aber sicher. Und da rein. Hier ist die Musik immer. Auch nachts. Ich glaube, ich darf da nicht rein, so. Na gut. Hatten wir das schon. Wie ihr seht, alles nicht mehr blockartig und matschig bei den Grafiken. Alles schön umgestellt. Am Anfang des Dämmerwald-Tempels habe ich das gemacht. Habe ich auch erwähnt. Was ist das denn? Dein Gesicht habe ich noch nie gesehen, wie so ein Besucher. Alle versucht und Fremde in meinem Bruder nicht willkommen, aber heute mal eine Ausnahme. Wie habe ich denn gesprochen? Ich habe vergessen. Der dumme Affe, der die Decke von den Fehlern wird heute bestraft. Das ist ein Anruf, die Kölsche Familie. Ich werde ihm schon zeigen, was diese Folge hat. Dieser dumme Affe sitzt dort in dem Käfig. Sieh dir gut an. Guck mal, was du dir jetzt mal gut ansehen wirst. Hä, hä, hä? Guck mal. Aha. Ich habe vergessen, das Foto zu machen. Hätte ich das nicht schon machen sollen? Aber meine Tochter, kleine ungeliebte Tochter, geht es dir auf Kopf? Das ist eine Sorge. Stimmt, ich habe dir mit einem Sprachfehler gesprochen. Ich erinnere mich. Was willst du, mein Vater? Aua. Auf den Bierbauch. Da kommen die Leibwächter. Ah, Hilfe. Was macht ihr hier? Lasst ihn auf der Stelle frei. Da sieht man mal wieder, wer in einer Regierung tatsächlich das Sagen hat. Immer die Frauen. Vielleicht auch nur in der Monarchie drin. Monarchie, genau. Monarchie. Oh ja, für mich tut mir über alle Massenleiter, mein Freund, an der Stelle zu solchen Vorstellungsentscheidungen. Was verstehe ich, Prinzessin? Vergeben, vergessen, was ist mit dem Tempel? Danke, Sam, geht eigentlich einfach mal gut aus. Manager, also Sam? Danke, dass du dein Versprechen gehalten hast. Na ja. Mhm. Wer sagt das jetzt? Als Zeichen der Dankbarkeit hat man dich auch mit dem Sam. Du findest eine Belohnung im Schrein rechts des Palastausgangs. Wenn ich das jetzt allerdings zuerst mache, dann reicht die Zeit nie und nimmer für das Foto. Ich weiß aber eh nicht, ob das reicht. So. Ja. Und jetzt ganz schnell. Ah, es war ein Fehler. Ne, Vorstellungsentscheidung. Ich mach die wieder. Ich höre auf meine. Na, ich will doch einfach nur mich drehen. Mensch. Die schnellste Möglichkeit jetzt. Da hinzukommen, wo ich hin muss, im Bootsverleih nämlich, ist übers Wappen. Aber ich befürchte, ich bin eh zu spät. Aber ich versuche es trotzdem. Sümpfe des Vergessens. Da muss ich nämlich gleich eh nochmal hierher kommen. Na gut, ich würde sagen, ich werde mir dann eh noch die Karte von Tingle kaufen und so. Das klappt dann doch noch in einem extra Video. Deswegen sage ich an dieser Stelle Tschüss und dann werden wir im nächsten Video merken, ob die Zeit noch reicht für das Herzteil mit dem Foto. Also bis dann.
Tschüss.